Kapitel 3.4, Aufgabe 1. Bei den folgenden Aufgaben haben wir folgendes Datenbankschema. Ort, Land und Kontinent stehen uns zur Verfügung. Und wir sollen alle Orte ausgeben, die über dem 65. nördlichen Breitengrad liegen. Soll heißen, also größer sind als der 65. nördliche Breitengrad. Der Breitengrad des Ortes steht ja zum Glück in der Tabelle direkt drin. Also fangen wir damit auch mal an. Wir sollen aus der Tabelle Ort die Orte angeben. Ich lasse mir am Anfang mal noch alles anzeigen. Und zwar die Orte, bei denen der Breitengrad größer ist als der 65. Breitengrad. Und jetzt seht ihr schon, hier sind wirklich nur Zahlenwerte über 65. Und weil das ja geklappt hat, kann ich es jetzt gerne auch eingrenzen. Aus der Tabelle Ort den Namen. Ort hätte ich im Moment nicht schreiben müssen, aber ihr wisst ja schon, sowas gibt nachher Probleme, wenn man mal mehrere Tabellen braucht. Also schreibe ich es einfach hin, dann ist es auf jeden Fall eindeutig. So, jetzt habe ich alle Orte über dem 65. Breitengrad. Und zwar sollen wir den Namen und die Breite des Ortes und den Landesnamen angeben. Okay, also den Namen, dann aus der Tabelle Ort noch die Breite. Da habe ich auch die Breite. Und den Landesnamen. Das Doofe ist, der Landesname steht hier nicht. Der Name des Landes steht ja in dieser anderen Tabelle. Also brauche ich noch die Tabelle Land. Und ihr wisst ja hoffentlich, sobald man hier die Tabelle Land auswählt, zurzeit gab es ja bisher nur 61 Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zwei Tabellen miteinander kombiniere, wird er wieder den ersten Wert mit jedem einzelnen Wert aus der nächsten Tabelle kombinieren. Das heißt, sobald ich hier eine weitere Tabelle hinschreibe, habe ich jetzt plötzlich nicht mehr 61 Ergebnisse, sondern so viele, dass er sich das schon gar nicht mehr merken kann. Immer dann, wenn wir hier Tabellen verknüpfen, müssen wir darauf achten, dass wir natürlich nur die Verknüpfung nehmen, die auch Sinn machen. Also wo vom Ort diese Landesnummer genauso groß ist wie von dem Land die Landesnummer. Und jetzt habe ich wieder nur meine 61 Antworten wie eben. Ja, wer genau hingeguckt hat, die Sortierung ist vielleicht ein bisschen anders. Deswegen, damit solche Fehler schneller auffallen, mache ich meistens eigentlich erst die Sortierung. Aber wir haben es ja mittlerweile auch, denke ich, so gewusst, dass wir es verbinden müssen. So, und wir sollen noch den Landesnamen angeben. Der Landesname ist natürlich der Name aus der Tabelle Land. Und genau hier spätestens ist das jetzt nötig gewesen. Es ist hier nicht eindeutig, ob ich vom Land oder von dem Ort den Namen meine. Ja, und deswegen muss ich natürlich den Namen der Tabelle davor schreiben. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt heißt es nur noch als letztes, sortiere nach Breitengrad. Also Order by Breite. Und jetzt habe ich es hier aufsteigend
nach Breitengrad sortiert.